In diesem Video möchte ich noch mal kurz die Objektfangspur erläutern. Das ist diese hier, die können Sie nur verwenden im Zusammenhang mit dem Objektfang. Deswegen habe ich den zuerst erklärt. Jetzt noch mal die Objektfangspur. Wie gehen wir da vor? Wir wählen zunächst hier zum Beispiel den Kreis aus, den wir jetzt hier kopieren wollen oder verschieben. Und dann klicke ich hier auf meinen Kreis und nehme an, ich möchte den jetzt hier im gewissen Abstand von diesem Mittelpunkt, dieser Linie, neu positionieren. Wenn die Objektfangspur aktiv ist, dann zeige ich hier auf den Mittelpunkt. Zeigen heißt, ich fahre einfach nur drauf, ich klicke nichts, fahre in die Richtung, die ich gehen will, er rastet da so ein bisschen ein, da ist so eine Hilfslinie und gebe jetzt hier den Abstand ein von 100. Jetzt habe ich hier den Kreis einen Abstand von 100 positioniert. Ja, also ähnlich wie Sie es mit von gemacht hätten, aber halt ein bisschen eleganter. Ja. Genauso könnte ich jetzt hier eine Linie zum Beispiel anfangen zu zeichnen, ausgehend von diesem Endpunkt. Gehe zum Beispiel auf Pull-Linie, fahre hier drauf, gehe in die Richtung, gebe einen Abstand ein von 100 und fahre dann jetzt hier in diese Richtung. Möchte meinetwegen hier beim Mittelpunkt möchte ich einrasten. Aufpassen, wenn ich jetzt hier das genau orthogonal haben will, brauche ich noch das Otto dazu und ich habe auch die dynamische Eingabe aktiv. Ja, das bitte beachten. Ich kombiniere jetzt hier diverse Werkzeuge, möchte, macht das Otto wieder aus und möchte meinetwegen jetzt hier im Abstand von, sagen wir mal, 150 die Linie haben. Dann ist sie hier. Jetzt könnte ich hier im Prinzip hier noch in diesen Abstand, wobei jetzt muss man aufpassen, wie man jetzt sieht, habe ich jetzt hier meine dynamische Eingabe aktiv und jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Weil ich jetzt hier quasi, wenn ich jetzt hier was eingeben würde, erfolgt es in der dynamischen Eingabe in diesem Kästchen. Ja, da müssen Sie ein bisschen, jetzt geht das im Prinzip nicht mehr. Jetzt muss ich im Prinzip einen anderen Weg wählen. Wenn ich meinetwegen jetzt hier von dem Punkt aus einen Abstand von 100 den Punkt absetzen wollte, dann müsste ich jetzt wieder Steuerung durch die Maustaste von wählen, hier auf den Punkt klicken, jetzt die Koordinaten eingeben, at 100,0. Jetzt hätte ich quasi hier im Abstand 100 gesetzt. Wie gesagt, Sie müssen das dann später ein bisschen kombinieren, ja, je nachdem, welcher Objektfang jetzt gerade funktioniert. Wenn Sie die alle so einigermaßen kennen und können, dann geht das auch, glaube ich, ganz gut, so dass Sie die immer wieder so ein bisschen zuschalten können. Ja, Sie sehen auch hier habe ich jetzt zum Beispiel mehrere Hilfsmittel gleichzeitig laufen, ja, und die jetzt bewusst auch einsetzen, ja, was am Anfang mal ein bisschen mit Vorsicht genießen soll. Also die Objektfangspur ist dann ganz interessant. Das kann ich quasi von hier aus weitermachen. Ja, in diese Richtung, aber hier kriege ich jetzt ein bisschen Probleme mit der dynamischen Eingabe. Aufpassen, man könnte auf die Idee kommen, das auszuschalten, allerdings kann man jetzt hier keine Abstände mehr eingeben. Das funktioniert nicht über die Befehlszeile, zumindest nicht meines Wissens. Also wer das irgendwie rauskriegt, wie man jetzt zum Beispiel hier das Ganze eingeben könnte über die Befehlszeile, kann mir da gerne helfen und mir einen Tipp geben. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier weiter zeichnen wollte, meinetwegen jetzt hier im Abstand von 100, ich mache das hier mal zum Spaß, gebe die Befehlszeile ein, dann klappt das nicht mehr, ja, wie Sie sehen. Dann bekomme ich jetzt hier andere Werte. Gehen wir mal auf zurück. Also ich müsste jetzt hier wieder auf von gehen. Gehe jetzt hier auf von, gebe jetzt hier einfach die Koordinaten ein. Ups, da habe ich mich wieder verklickt. Super. Also at 100,0. Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt verschiedene Hilfsmittel kennt und kann, dann kann man sich immer aushelfen. Wichtig ist auch mal in dem Zusammenhang der Hinweis, wenn Sie mit dem Raster arbeiten, brauchen Sie das oft auch gar nicht. Also wie gesagt, diese Objektfänge sind eigentlich nur dann interessant und die brauchen Sie dann sehr extrem, wenn Sie kein Raster haben. Aber wenn ich mit dem Raster arbeite, dann tut mir natürlich wesentlich leichter, dann brauche ich oftmals diese ganzen Objektfänge gar nicht. Also deswegen, wie gesagt, ich kann eine Mythe werden zu wiederholen, wenn Sie etwas neu konstruieren, neu zeichnen, und Sie können frei wählen, wie Sie die Daten eingeben. Arbeiten Sie mit dem Raster und Sie können sich da eine Menge an Arbeit sparen. Ja, wenn Sie kein Raster haben aus irgendeinem Grund, dann sind Sie natürlich auf die Objektfänge angewiesen und dann sollten Sie die auch entsprechend wirklich gut kennen und können, um halt dann wirklich effizient zu zeichnen. So viel zur Objektfangspur.